zur Geschichte des Internets. Vorab, ich halte es für sehr wichtig, auch etwas über die Geschichte des Internets zu erfahren. Denn wie bei jeder technischen Sache können wir aus der Entwicklung lernen, wie die Das wiederum gibt uns die Möglichkeit einzuschätzen, ob eine Technik erfolgreich sein kann oder nicht, oder ob es sich um eine Sackgasse handelt. Die Geschichte des Internets wird gerne erzählt als die Geschichte des Kalten Krieges zwischen USA und der damaligen Sowjetunion. 1957 gab es den erfolgreichen Start von Sputnik, einem Satelliten, und damit aus Sicht der Systeme ging eine Runde im Wettlauf ums All an die Sowjetunion. Als Reaktion darauf gründete die USA unter Präsident Eisenhower damals die Defense Advanced Research Project Agency, kurz DARPA, heute heißt sie ARPA. Die ARPA widmet sich der Erneuerung des militärischen Kommunikationsnetzes. Das war der erste Auftrag, den sie 1967 bekam. Paul Baran, hier im Bild, hatte die überragende Idee, die Kommunikationsnetze dezentral aufzubauen. Grund für die Erneuerung des Kommunikationsnetzes war natürlich, dass man sich einen Vorteil im Kriegsfall erhoffte. Stellen wir uns vor, hier eine Telefon- oder Kommunikationsverbindung und ein Ausfall eines Knotens hier würde bedeuten, dass alle Verbindungen von unten nach oben zerstört sind. In einem solchen dezentralen Netz jedoch ist die eigentliche Verbindung, das Routing, zwar komplizierter, aber wenn es zu einem Ausfall kommt, kann man einfach einen neuen Weg hier durchfinden und die Kommunikation wiederherstellen. Diese Idee war zum ersten Mal lauffähig 1969 und zwar mit vier Rechnern. Wir benutzen oft den Begriff Host. Host ist ein technisches Gerät, was ich im Internet erreichen kann und was für mich nach außen gesehen eine eigene Adresse hat. Neu beim ARPANET war insbesondere die Art der Vermittlung. Es gibt eben keine festen Verbindungen. Nachrichten werden deshalb in Pakete zerlegt und jedes Paket wird vor seiner Weiterleitung vollständig empfangen. Man nennt ein solches Netz Speichervermittlungsnetz. Beim Empfänger können die Pakete in unterschiedlicher Reihenfolge ankommen, er kann sie neu sortieren und aus den einzelnen Paketen wieder die ursprüngliche Nachricht zusammensetzen. Weitere Informationen und Details zu dem Gesagten finden Sie direkt, wenn Sie hier diesen Links folgen, zum Beispiel zur DARPA. Oder auch zum ARPANET. Hier ein Bild vom ARPANET aus dem Jahr 1977. Entsteht auf Hawaii das erste Funknetz, genannt AlohaNet. Aloha ist ein hawaiianisches Wort und bedeutet so viel wie guten Tag, hallo, alles Gute für dich. Hat das damalige ARPANET 35 Hosts inklusive England und Norwegen. 1975 wird die erste Satellitennetzwerkverbindung geschaltet und 1977 gibt es mittlerweile 111 Hosts. 1983 wird das Netz aufgeteilt in das militärische MILNET und das zivile ARPANET. 1986 baut die National Science Foundation NFS ein Backbone-Netz, um ihre 6 Superrechenzentren daran anzuschließen. Lokale Netze werden auch angeschlossen, die Kommunikationstechnologie ist TCP/IP. 1988 taucht der erste Internetwurm auf. Er befällt 10% der 60.000 Hosts. 1989 hat das Netz mittlerweile 150.000 Hosts. ARPANET wird abgeschaltet. Das NFS-Net ist jetzt das Internet. Auch der Kommerz hält Einzug in das Internet.
1989 gibt es mit worldstd.com den ersten kommerziellen Internetanbieter. Er existiert noch heute. Neunzehnhunderteinundneunzig wird als Geburtsstunde des World Wide Web bezeichnet, also diesem besonderen Hypertext-Dienst auf dem Internet. Auf ihn gehe ich später noch ein. 1992 wird die Internet Society gegründet. Mittlerweile gibt es mehr als 1 Million angebundene Rechner. 1993 geht das Weiße Haus online. 1995 der Vatikan. Der Domainname tv.com wird 1996 für 15.000 US-Dollar verkauft. 1999, in der Auseinandersetzung zwischen Serbien und Kosovo, kommt eine neue Art der Kriegsführung zum Einsatz. Stichwort Cyberwar. 2009 werden etwa 630.000 Hosts gezählt. Es entsteht auch die Unterscheidung zwischen echten, in Anführungszeichen, und virtuellen Hosts. Eine Definition darüber, was ein Host ist, oder Hintergründe darüber, wie zählt man die angeschlossenen Rechner im Internet oder wie groß ist das Internet, finden Sie auf dieser Seite hier von dem Internet Systems Consortium. Die Entwicklung der Teilnehmer am Internet ist beeindruckend. Hier sehen Sie die Grafik, die die Entwicklung zeigt. 2019 werden über 1 Milliarde Hosts gezählt.